Willkommen, willkommen. Heute spielen wir Deutschland und wir werden ausschließlich Division bauen mit einer 10er Gefechtsbreite und ausschließlich Infanterie. Die Unterstützungskompanien, die können ruhig alle rein. Es geht nur um die 10er Gefechtsbreite an Infanterie. Ja, viel Spaß. Um die Division so schnell wie möglich klein zu kriegen, trainiere ich einfach mal unbegrenzt. Wir nehmen als erstes das Rheinland. Ja, Produktion, ganz großer Standard. Ja, großer Standard in der Forschung. Bauvorhaben auch wie immer Standard. Luftwaffe wird auch zusammengesammelt und einfach trainiert. Und auch die Boote werden trainiert. Gut, das war's mit der Vorbereitung fürs Erste. Jetzt stellen wir einen für die Armee ein, nachdem wir einen für den politischen Machtzuwachs eingestellt haben, damit ich so schnell wie möglich meine Division bearbeiten kann. Das sind die Flugzeuge, die ich baue. Hier einmal der Jäger, hier einmal die Luftnahunterstützung. Wir haben über 20 Erfahrungen. Ich glaube, jetzt können wir es endlich machen. Ja. Das wird jetzt fürs Erste die Division. Eieiei. Jetzt wird auch selbstverständlich alles in diese Division umgewandelt. Ja, wird spannend, wird sehr spannend. Man kennt mich mittlerweile dafür. Ich habe vergessen, den Nachrichtendienst zu gründen. Mittlerweile sehen meine Berater so aus: Goebbels, Bormann, Schacht. Jetzt gehen wir hoch auf Kriegswirtschaft. Anschluss ist durch. Und da ist auch das Memeland. Sudetenland weg. Und das war's jetzt mit der Tschechoslowakei. Jetzt wird was gemacht. Ja, das ist ein bisschen cheesy, aber warum nicht? Ich weiß nicht, ob der gut ist. Das Teil bauen wir jetzt. Ja, bam. Eieieiei. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Jo, ich habe jetzt erst gemerkt, ey, Anti-Air, das wäre doch mal schlau. Ja, habe ich vergessen zu bauen. Müssen wir jetzt nachholen. Italien will jetzt ins Bündnis beitreten, nehmen wir an. Und wir werden, ich glaube, jetzt ist es Zeit. Danzig oder Krieg, ab geht's. Ja, Polen weist zurück. Ich muss ehrlich sein, ich fühle mich noch nicht wirklich bereit. Aber naja, wir haben zum Beispiel noch nicht genug Anti-Air, glaube ich. Lasst mich mal schauen. Flammenpanzer müssen wir auch noch sehr lange warten. Anti-Air, Anti-Air, hier ist Anti-Air. Ja, da fehlt noch was. Und die Kolab braucht noch ein bisschen Zeit. Shit. Was mache ich da jetzt am besten? Wir machen den ruhigen. Wir machen noch einmal Armee-Innovation. Wir müssen das so ein bisschen strecken mit Frankreich. Leider, weil ich ein elender Kacknoob bin. Lässt sich jetzt halt aber auch nicht ändern, ne? Wir haben genug Flank, rein damit. Die Sowjets greifen jetzt Finnland an. Ja, okay. Wie lange geht mein Krieg? Oh, wer will mein Bündnis? Bulgarien? Okay, komm rein. Warum nicht? Wie lange geht mein Kriegsziel? 24. Oktober. Dann trainieren wir die jetzt hoch und gehen dann volle Attacke. Komm. So, die sind durchtrainiert, sammeln jetzt noch ein bisschen Organisation und dann lassen wir mal die Spiele beginnen. Wie sieht es aus in Frankreich? 90 Tage? Ja, das kriegen wir schon angepasst mit dem Timing. Kriegen wir hin. Wir erklären Polen jetzt den Krieg. Bam. Battleplan laufen lassen. Sieht gut aus. Wir stellen auf Offensiv. Wir gehen die beste Motorisierung. Geht klar, ja. Das Wichtigste, Danzig zu erobern. Komm. Jawohl. Damit die Alliierten mir hier nichts reinfeuern. Ja, es sieht ganz gut aus, die Offensive. Wir sollten auch unsere Boote rausholen. So in einem 10er-Trupp und auf Konvoi-Überfall stellen. So in etwa. Gut, dann der gesamte Rest ist ein Angriffstrupp, der hierhin geht. So, wunderbar. Polen steht auch kurz vorm Fall. Politische Macht wird für Verbesserung der Arbeiter investiert. Für die Bedingungsverbesserung. Dann einheimische Filmindustrie. Bam, nochmal. Wow, das hat sich übelst gelohnt. Sehr stark. Weserübung zuerst, ja. Warschau ist gefallen. Das sollte es gleich schon gewesen sein für die Sowjets wollte ich schon sagen. Für die Polen. Jawohl. Wir gehen jetzt zu Dänemark. Machen da eine Angriffslinie. Ich organisiere meine Flieger auch neu. So machen wir. Operation Weserübung ist durch. Machen wir Maginot-Linie umgehen. Wir erklären Dänemark den Krieg. Und Dänemark schmeißt direkt hin. Bam. Perfekt. Und jetzt können wir hier Entscheidungen machen, damit wir später Dänemark annektieren. Das machen wir auch direkt. Bam. Und mit den Truppen jetzt erstmal eine Flotteninvasion planen für Norwegen. Ab geht's. So, jetzt kommt der. Jetzt können wir den hier Land klauen. Bam. Perfekt. Tada. Entspannt. Und jetzt können wir die ganz entspannt annektieren. Bam. Und annektiert, ja. Und es gibt natürlich 25% Gehorsam mit. Also sehr lohnenswert, das so zu machen. Übrigens, das ist meine Garnison. Auch die habe ich jetzt als Infanterie gemacht, ja. Ich war fleißig.
Kriegen wir jetzt mit dänischen Schiffen die Überlegenheit? Ja, kriegen wir. Und Attacke. Wird jetzt Norwegen erobert. Hallo, warum starten die jetzt nicht? Hä? Ich bin so blöd wie Kacke, ne? Ich muss denen natürlich auch erstmal den Krieg erklären. Und da sind sie los. Ja, wunderbar. Wird jetzt ein bisschen schwierig, aber sollten wir hinkriegen. Boah, mal gucken, ey, mal gucken, wie das sein wird. Und drauf da. Ja, Benelux-Zeug, ja, gleich. Sag mal, können die nicht schon beitreten eigentlich? Nee, wir haben nicht so Bock. Dann machen wir halt hier die Gleichschaltungen. Und wir haben Hafen. Zack. Und Attacke auf Norwegen. Das sieht schon mal gut aus. Das sollten wir hinkriegen. Kollaboration in Frankreich ist durch. Super geil. Was wir jetzt machen ist Spionage in Großbritannien, damit wir dort Vorteile in der Marine haben. Hier sieht die Offensive auch ganz gut aus, ja. Wir haben auch schon 1000 Panzer, also vielleicht kriegen wir es ja hin, früh genug Panzer reinzuballern. Mal schauen. Wir tauschen auf jeden Fall luftwaffentechnisch ziemlich gut gegen die Alliierten aus. Vielleicht sollte ich, ja, wieso nicht, mal so 2 Anti-Air-Geschütze aufbauen. Oh, die dänischen Divisionen vergessen. Die löse ich natürlich auf. Oh ja, das sieht gut aus. Wir schneiden hier gleich die gesamte Armee wahrscheinlich ab. Das sieht sehr gut aus. Komm, jawohl. Hier den Hafen und dann schön einmal rum. Wie weit steht Norwegen vor der Kapitulation? Ja, das sieht gut aus. Norwegen ist raus. Wunderbar. Och, wie unnütz. Wie unnötig, Alter, ne? Na gut, dann geht hier halt eine Division hin, die das beseitigen muss. Es tut mir leid, Wintermann, aber du musst. Der Rest kommt erstmal hier hin. So. Wir können jetzt auch bessere Flugzeuge bauen. Das machen wir natürlich auf der Stelle. Das ist unser Jäger. Boom. Und das ist unsere Luftnahunterstützung. Boom. Gut, wir beginnen jetzt. Wir erklären den Niederlanden den Krieg. Und ich habe keinen. Oh nee, jetzt habe ich keinen Planungsbonus dafür gekriegt. Schade. Das sieht schon mal gut aus, wie wir da durchkommen. Mal schauen, kriegen wir die schnell aus dem Geschäft. Komm, Amsterdam, Den Haag und dann soll... Jawohl, sehr gut. Jetzt geht's um Belgien. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt sehr interessant. Ihr seht auch, mir gehen so langsam die Bauslots aus. Ist aber eigentlich gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Ja, gut, ich würde sagen, Attacke. Ungarn will ins Bündnis, coole Sache. Wie sieht's aus bei Belgien? Es sieht ziemlich gut aus, ja. Doch, ist in Ordnung. Na komm. Oh ja, weiß ich nicht. Ja, Luftwaffe weise ich jetzt einfach dem hier mal zu. Der soll jetzt in der Offensive ordentlich arbeiten. Und was ist das? Ja, machen wir. Siedbrücken. Wir machen so. Und? Du bist menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Jawohl, Ungarn. Glückwunsch. Komm. Das sieht gut aus, der Durchbruch tatsächlich. Auch wenn die hier echt mit Last Stand am Arbeiten sind. Aber es sieht schon gut aus. Es sieht schon sehr gut aus. Ja, komm. Geht mal hier den Hafen lang. Na komm. Ja. Moment mal. Wir haben tatsächlich genug wie nennen sich die Dinger denn nochmal? Flammenpanzer, ja. Dann lassen wir die mal kurz chillen. Und geben den Flammenpanzer jetzt. Ja, rein damit. Wir geben dem auch jetzt ein cooles Icon. Welches Icon ist cool? Der Blitz ist cool. So. Ihr seht auch, ich arbeite daran, die Versorgung zu retten, ja. Und hier in Großbritannien wird jetzt tatsächlich die Luftwaffe infiltriert. Ab geht's. Ich würde mal probeweise sagen, Attacke. Es sieht gut aus, ja. Das sieht sehr gut aus, Alter. Na komm, ey. Alter, die brechen jetzt echt richtig gut durch hier. Der Flammenpanzer, der war es einfach, Leute. Der war es einfach. Na komm. Hey, wir brechen da jetzt echt richtig gut durch. Ohne Witz, das war davor ein bisschen schwieriger. Aber jetzt... Und ich battleplane das Ganze nur, ne? Ich battleplane nur. Beschwere ich mich auf jeden Fall nicht. Gefällt mir richtig gut. Kann ich denn coole Entscheidungen noch treffen? Nö. Gut, weiter geht's. Und Paris steht kurz vorm Fall. Jawohl, Paris ist gefallen. Das war's auch. Wir erobern natürlich alles. Wir haben hier überall 100% Compliance. Da gibt es keine 2 anderen Möglichkeiten. Jetzt natürlich hier den ganzen Pack wegräumen. Nicht vergessen und nicht vernachlässigen auf jeden Fall. So, drauf da. Dann ihr holt euch jetzt nochmal Luxemburg. Dann wird jetzt eine Flotteninvasion geplant, würde ich sagen. Fokustechnisch Luxemburg und Elsass-Lothringen eingliedern machen wir gleich. Erstmal hier Attacke und drauf. Ach, es ist so schön, es ist so schön. Da willst du mit mir spielen, ne? Willst du mit mir spielen? Sollen wir das fechten? Und bam. Und Rumänien will ins Bündnis. Geil. Dann, wisst ihr was? Dann
an Luxemburg und Elsass-Lothringen kurz warten. Wir holen uns erstmal zwei richtig starke Satellitenstaaten. Forschen, was forschen wir? Ich glaube, soweit werde ich eh nicht. Ja, 91 Tage. Nee, die warte ich nicht. Wenn ich jetzt eine Chance habe zu landen, mache ich es auch einfach mit 10 Divisionen. Komm, halb so wild. Wieso chillt ihr? Das ist auch immer so ein Film. Ne? Manchmal sind die Divisionen echt ein bisschen blöde. Na, was soll's. Komm, Nizza rausnehmen bitte. Ach, wir haben ja auch jetzt noch einen Haufen Fabriken. Stimmt. Danke, Frankreich. Auf jeden Fall viel in die Luft investieren. Ja, die Panzer sollten eigentlich laufen. 35 da, 25, 25. So, das sollte in Ordnung gehen. Was ich jetzt mache, ist eine Flotteninvasion zu planen, selbstverständlich. Wir lassen die alle sich erstmal hier so versammeln. Die auch. Und ihn. Ihn trenne ich ab. Er ist nämlich amphibisch. Er hat amphibisch bekommen. Hier. Deshalb machen wir mit ihm die Marineinvasion. Das planen wir jetzt natürlich. Aus Dänemark auf diese Häfen hier. Hat schon beim letzten Mal Deutschland spielen, wo ich mit den Sowjets ein Bündnis gemacht habe, richtig gut geklappt. Deshalb, wieso nicht nochmal? Checkt übrigens gerne das Video ab. Das ist ein richtig geiles Video geworden. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, das Video kam ziemlich gut an. Wofür ich sehr dankbar bin, ja. Och, ich bin so blöd. Ich habe die Luftwaffe infiltriert und nicht die Marine. Arsch. Soll ich dir die Birne an deinen Kopf schmeißen oder was? All gut. Wird schon. Aufhören sich zu ärgern, bitte. Das wird schon. So. Der könnte jetzt theoretisch abschicken. Wir müssen jetzt gucken. Oh, wir haben wirklich Grün gekriegt. Ne, die sind los, ja. Die sind los, Leute. Die sind los. Mal schauen. Ja, komm. Mal so. So. Komm. Wir brauchen einen Hafen, Leute. Und den Flugplatz, der wäre auch wichtig. Oh, oh. Wir haben den Hafen, Leute. Du hältst deinen Schnauze. Alle Sachen löschen. Und zack. Ziehen. So. Und zack. Ziehen. So. Ich muss in der Manpower hochgehen. Fällt mir gerade so auf. Also gut. Ihr solltet schon aber hier bleiben, bitte. Solange die Truppen noch am Rüberschippern sind. Wir haben hier immer noch Grün. Alter, wie stark ist meine Marine, ey. Mit dem Haufen Schiffen, die ich geklaut habe. Naja, die beweisen sich. Kommen alle rüber. Oh, oh. Halt die fest. Du, einer geht mal so und der andere geht mal so. Jawohl, da kommen sie alle. Habe ich einen Hafen? Ja, 2000, was? Alter, warum checke ich das denn nicht? Rüber da, rüber mit der Luftwaffe. So, angreifen lassen natürlich. So, jetzt viel Spaß, Großbritannien. Das wird mir richtig stinken, Großbritannien. Das wird mir so stinken. Übrigens, falls es wen interessiert, ich habe 50 U-Boote von dieser Sorte gemacht. Ich habe einfach einmal auf Moduleverbesserung gedrückt am Anfang direkt mit der Erfahrung. Und ich habe das gleiche nochmal hier mit dem Zerstörer gemacht und noch das Sonar noch einmal hinzugefügt. Falls das wen interessiert. Wen juckt. Und ich habe wieder mal vergessen, meine gesamte Armee-Erfahrung auszugeben. Ich liebe mich doch so sehr. Ich bin der beste Spieler auf der Welt, ne? Oh Mann, Alter. Aber guck mal, wie viel ich gekriegt habe. Zu den Schiffen noch. Nach den 50 U-Booten baue ich nur noch Kreuzer. Ne, Zerstörer meine ich. Meine U-Boote habe ich hierhin gemacht. Hierhin. Convoy Raiden. Und natürlich, als ich dann in Großbritannien landen wollte, habe ich noch dieses Gebiet reingenommen. Und mit den restlichen Schiffen auch hier und hier. Easy, Leute. Easy, wie das klappt. London fällt und damit war es das wahrscheinlich. Nee, noch warten die. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Ob ich noch die Schweiz einfach schnell verschlucken sollte. Ich glaube, ich mache das sogar. Hier nochmal schnell das... Oder warte, wie schnell wäre die Rechtfertigung? Wow. Vergiss es. Operation Tannenbaum, let's go. Jawohl, wir haben schön, wunderbar, zwei wunderschöne Satellitenstaaten. Ich überlege gerade, Finnland mit zu verschlucken, damit wir eine größere Front haben und ich werde es tun. Ich werde es tun, Leute. Und ich habe hier auch am Anfang meine Flugzeuge rübergeschickt. Auch vielleicht interessant, die hier einfach rüber auf Marineangriff und Luftüberlegenheit. Endlich habe ich ihn, Artilleriespezialist. Ganz einfach, ihr müsst einen finden, der schon Pionier habt. Gebt ihm Festungsknacker, er levelt auf, ihr habt einen Artilleriespezialisten. Endlich, wo ist denn der hier? Hier, bam. Boah, wichtig. Rechtfertigung für Finnland ist durch. Attacke auf Finnland und möchte ich Schweden noch mitnehmen?
Ich rechtfertige einfach gegen Schweden. Die werden schon niemandem beitreten. Das dauert echt so Ewigkeiten. Oh, guck mal. Die denken schlau und so, wisst ihr? Die denken schlau. Aber ist halt... Wow, okay. Okay. Dann gehen da halt einfach einmal alle von dem hin, bitte. Befreiungsaktion und so. Geiler Scheiß. Ich habe hier echt keine geilen Entscheidungen, leider. Was ich aber machen könnte, ist einen dritten Spion zu beschaffen. Dafür muss der jetzt dran glauben. Ich glaube, unsere Industrie wird das verkraften. Zack, Wilhelm, rein mit dir. Italien hat Griechenland den Krieg... Oh nein. Griechenland, wehe, du trittst jetzt den Alliierten bei. Das wäre nicht schön. Und die halt echt nicht. Korrekt. Sag mal, es dauert echt Ewigkeiten. Kein Witz, Digga. Es ist bodenlos, dass das so lange dauert. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Wir bauen jetzt hier ein bisschen unsere Sachen aus. Ach, Finnland ist nicht mal den Alliierten beigetreten. Ich kotze gerade im Strahl. Ach, scheiße, ey. Naja, gut. Okay. Operation Tannenbaum. Wäre auch schlau, das zu bewachen. Fällt mir gerade so auf. Einfach provisorisch kurz mal ein paar Männer rumstellen. So, jetzt Krieg erklären. Alliierte beigetreten. Wir erobern jetzt Großbritannien und kriegen nochmal die Schweiz mit. Warum nicht? Komm, beende es. Dass das nicht reicht, um die zu kapitulieren, finde ich auch groß. Das zeigt aber Willen. Das zeigt sehr viel Willensstärke. Andere Vision für Jugoslawien auf jeden Fall. Japan, das ist so unnötig. Aber vielleicht greift Japan mich dann nicht an. Ich weiß es gar nicht. So, wunderbar. Wir haben natürlich in guter Manier alles genommen. Die hätte es auch anders sein sollen. Wunderbar. Auch die Schweiz, ey. Geil. Wir tauschen jetzt auch alle unsere Spione gegen sowjetische aus, damit wir bei den Sowjets leichtes Spiel haben. Ja, jetzt gibt es noch Finnland zu erobern. Ich freue mich. Ich freue mich riesig, ja. Oh mein. Ich dachte, ich nehme die ganze Zeit auf. Ja, auf jeden Fall. Ich habe Schweden angegriffen und ich bin hier gelandet in Finnland. Ja, das ist der Stand der Dinge. Was ich jetzt überlege, USA rausnehmen? Ich denke schon. Ich denke, das ist ein guter Call. Da wird jetzt hier in die Infrastruktur investiert. Lasst mich es bitte nicht bereuen. Ja, das sollte für einen Anfang reichen. Ich weiß nicht, ob ich das davor aufgenommen habe, aber ich habe... Bin dabei, auch sowjetische Spione zu beschaffen. Ja, die sollten auf jeden Fall beide gleich hinschmeißen. Die Schweden und die Finnen. Dann haben wir hier nämlich auch nochmal eine ordentliche Front gegen die Sowjets. Finnland raus, nice. Sehr entspannt. Ich habe gerade überlegt, es ist schlauer, die Spionage ein bisschen weiter nach hinten zu verfrachten, weil Moskau wird schnell fallen, damit wir hier die Compliance haben. Big Brain. Das ist in Zukunft denken und so, wisst ihr? Also Schweden... Nicht schlecht. Also wirklich, wenn Stockholm nicht fällt, fällt nicht Schweden. Warum nicht? Oh, selbst wenn Stockholm fällt. Okay, man muss wirklich jeden Fleck erobern. Das ist echt cool. Für Schweden auf jeden Fall. Alter, Schweden, Junge. Sag nicht. Sag mir bitte nicht, ich muss da landen. Bitte, ey. Das wäre mies und cool, ja. Ey, ich muss da landen, Leute. Ich muss da sowas von landen. Och, Junge. Danke für nichts. Danke für nichts, Spiel. Alles gut. Weißt du, ich wollte eigentlich jetzt die USA schon angreifen und so, aber okay, alles gut. Alles gut, Mann. Kein Problem. Ach, das sollte reichen. So, den Rest lassen wir jetzt schön rüber in die USA. Gut. Ey, die Italiener haben Griechenland besiegt. Nicht schlecht. Oh, Schweden ist raus. Hey, super. Ich bin da gar nicht mal gelandet. Kann das sein? Ja. Geiler Scheiß. Doktrin durch. Wir rechtfertigen jetzt gegen die USA Attacke. Alter, lol. Die Sowjets kaufen meine Panzer. Ja, viel Spaß mit den Dingern, die ich aus Versehen gebaut habe, lol. Naja, gut, die Rechtfertigung ist durch. Ich würde sagen, Attacke. Das sieht schon mal sehr gut aus, ja. Ja, wir sollten uns gegen die USA beweisen können, auf jeden Fall. Guck mal, wie die da durchgehen. Mensch, ich habe die gar nicht mal alle auf Offensiv und alle auf diesen Versorgungen. Fällt mir gerade so auf. So, wunderbar. Na komm. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Japan erklärt jetzt den Philippinen den Krieg. Stark, Japan. Ich glaube aber nicht, dass die Japaner sonderlich viel Warscore abstauben können. Also ich hoffe es zumindest. Ja, müsste eigentlich passen. Alter, ich sehe so viele grüne Blasen und das sind immer noch Leute. Immer noch sind es nur diese Division. Es ist ein Traum. Echt super. Also irgendwie scheint das wirklich eine valide Taktik zu sein. Können auch denen mal, ich glaube, das schadet nicht, eine Angriffslinie geben. Vielleicht können die hier ja auch ein bisschen was machen.
Übrigens habe ich hier meine Boote, weil wer weiß, die sind hier gelandet, haben mir ziemlich genervt. Ich habe es dann am Ende ausgenutzt, aber es hat sehr genervt, deshalb sind die jetzt so. Ach ja, und in der Sowjetunion baue ich auch schon meine Kohle ab. Also Leute, es scheint wieder ein perfekter Run zu werden. Und darüber bin ich sehr froh. Fall von New York. Entspannt. Vielleicht wird auch Washington fallen, da bin ich mir sicher. Komm, ihr alle, macht mal erstmal hier diese Division bitte raus. Danke. Und plopp, plopp, plopp. Ja, die Loft-Doktrin ist auch bald durch. Wunderbar. Wie sieht es eigentlich aus mit der Kapitulation der USA? Joa, bis bald. Oh ja, gleich. Gleich kommen wir hier überall durch. Da bin ich mir sicher. Na komm, Washington Fall. Ja, das ist es. Das ist es. Nee, ist es noch nicht. Nicht so dumm. Aber fast. Fast. Komm schon. Was gibt's denn hier noch Relevantes? Eigentlich nichts. Oh ja, hier. Norfolk. Norfolk und... Nee, immer noch nicht. Vielleicht mit San Francisco. Nee, kommen wir nicht durch. Ah, brauchten wir gar nicht. Sehr geil, wir müssen nichts mit den Japanern teilen. Das schmeckt doch. Bam, easy. Jetzt geht's zu den Sowjets. Ja, das wird wild. Das wird sehr wild. Lol, das habe ich voll vergessen. Ich habe Slowenien vorher gemacht und ich habe es bekommen. Ja, komm, gehen wir so lange der Jugoslawien auf die Eier. So, jetzt ist alles gemacht. Alle Flieger wurden erfolgreich zugewiesen. Ich gucke jetzt mal. Ja, diese Trainingszeit warten wir noch ab. Wir bauen auch eine Menge Versorgung. Ich habe hier auch Versorgungsknoten gebaut. Ja, wünscht mir Glück, ne? Wünscht mir Glück, dass das hier jetzt gut läuft. Ansonsten wäre es ziemlich belastend, die große Offensive gegen die Sowjetunion jetzt. Ja, Schicksal Jugoslawiens. Alter, geil, wir haben es gekriegt. Ha, hätte ich den Fokus mal früher gemacht. Was wir jetzt noch machen ist, Untertanen unterdrücken, damit die hier nicht irgendwelche Faxen machen. Wir warten, wir sind ja gleich durch. Und dann ist es Zeit für die Großoffensive. Ja, komm, komm, die letzten. Jawohl, zack, zack. Das gleiche hier nochmal, zack, zack. Nochmal hier ein paar Trades vergeben. Und dann würde ich sagen, es geht los. Knapp ein Jahr später. Ja, es sieht schon mal gut aus. Ich habe, doch, ich habe gebaut. Oh, ich bin der Beste, Alter. Ich habe überall Flughäfen gebaut. Oh, wunderbar, wunderbar. Du hältst deinen Schnauze. Wir können jetzt einfach den Battleplan laufen lassen und uns über die Offensive freuen. Und dass ich diese Challenge doch so einfach geschafft habe, das ist ziemlich nice. Fall von Lenin gerade schon, geil. Die zweite Kohle ist auch schon bald fertig. Zeig mal. Ja, die erste war Standard, okay. Na, schauen wir mal. Die Offensive sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, Leute, das Ding ist gewonnen, würde ich sagen. Mal schauen, wie lange es aber dauert. Die Verluste sehen auch ziemlich gut aus, tatsächlich. Ja, ihr seht, ich habe eine Manpower von 3 Millionen angehäuft. Alles nur diese 10er-Division. Mein Materialverlust ist ziemlich in Ordnung. Ja, das sollte alles klappen. Wir wirken dem natürlich so gut es geht entgegen, aber ob wir es wirklich brauchen, keine Ahnung. Mein Alter, guck mal, wie viel ich hier noch in Reserve hätte. Aber das ist gar nicht mal mehr notwendig. Ja, Leute, sehr gut. Und hier haben wir auch ein Stück abgeschnitten. Alles durch den Battleplan. Das mache ich jetzt aber so, weil diese Dinger gerne vergessen werden. Und solange hier freie Bahn ist, warum nicht? Komm. Ja, wunderbar. Komm, du, zack. Es darf nicht vergessen werden. Das vergessen die immer. Deshalb, ja. Und weg. Wunderbar. Hier auch, oh, 10 Divisionen geschmolzen. Da auch. Jo, wunderbar. Auf da. Komm. Genial. Ja, das macht Spaß. Ich glaube, ich lasse die hier. Ja, komm, bauen wir mal hier so. Brücken kann ich da aber noch nicht bauen. Mach mal ein paar Versorgungspunkte einfach mal so drauf. Damit wir deren Autonomie drücken können. Das schadet auf jeden Fall nicht. Wir stehen auch kurz vor Moskau. Sieht sehr gut aus. Kann ich irgendeine coole Entscheidung machen? Nö. Mach mal das. Keine Ahnung. Vielleicht nützt mir das was. Kann sogar wirklich sein. Ansonsten, ja, brauchen wir nichts. Wir stehen kurz vor Moskau. Das sollte kein Problem sein. Komm, Männer. Ich werde sogar nicht auf Moskau rechts klicken. Ich möchte sehen, dass der Battleplan das von selbst holt. Ja, komm. Danke, Italien. Ha. Komm, komm. Ja, ja. Jawohl, Moskau ist am Fallen. Moskau hat sogar Landbefestigung tatsächlich, aber das nützt denen nicht viel. Und... Toll, danke, Panzerfaust. Danke für nichts. Moskau ist weg, ja. Kapitulationstechnisch ist es noch eine Weile hin.
Zum Glück habe ich die nach hier hinten verfrachtet. Sonst hätte er das jetzt abgebrochen oder so und das hätte gar nicht geschmeckt. Und zum Glück habe ich hier eine Eingreiftruppe vorbereitet. Alter, ne? Das hätte mir jetzt so unnormal gestunken, Alter. Aber so ist das gar kein Problem. Werden wir die ganz schnell los. Guck mal, Unternehmen Barbarossa. Hier haben alle Unternehmen Laura. Okay, Unternehmen Laura. Wie heißt ihr? Barbarossa und Laura. Und hier Hanne Ost und Birke. Geile Namen. Kann man mal machen auf jeden Fall. Hier sind tatsächlich ziemlich viele Truppen hingekommen. Nur allzu schade, dass die da jetzt echt abgeschnitten werden. Wird mir ja ziemlich stinken, wäre ich die Sowjetunion. Ja, das wird mir echt sehr stinken. Komm, weg mit euch. Und ja, jetzt müssen die Männer hier nur durchbrechen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Komm, ja, sieht gut aus. Jawohl, Maschinen. Wir können auch die Autonomie unserer Untertanen verringern. Sehr geil. Ja, lohnt sich, ne? Lohnt sich. Ja, die Sowjetunion hat auch nicht mehr viel. Nicht mehr lange, meine ich. Auch nicht mehr viel. Die hatten 300 Divisionen am Anfang. Jetzt ist halbiert worden. Wenn ich Zuwachs gemacht habe, aber auch nur 24. Für halt die Krim. Komm rüber da, Männer. Ja, es macht hier ganz gut. Ja, komm. Richt mal rüber. Und, jawohl, Maschinen. Stehen auch vor Stalingrad mehr oder weniger. Es läuft. Genauso mit der Forschung. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich den hier machen können. Forsch mal an dem. Aber der wird wahrscheinlich nicht mehr zu Gebrauch kommen. Na komm. Stalingrad ist wahrscheinlich das Letzte, was wir haben. Wie es aussieht. Ja, 98%. Wie sieht es mit der Kohle ab? Och, das dauert noch lange. Ich glaube, mit dem Fall Stalingrads. Oh, guck mal, hier sind auch nochmal tote Divisionen. Mit dem Fall Stalingrads wird es wahrscheinlich schon zu Ende sein. Mit den Sowjets. Nice Sache. Oder ist es jetzt schon zu Ende? Lol. Ohne Stalingrad? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Okay. Okay. Ja, wir nehmen alles. Man kennt ihn. Und bam. Oh, Japan. Wisst ihr was, Leute? Ihr kriegt nochmal diese extra Unterhaltung, indem wir Japan einfach wegkillen. Weil die immer ehrenlos sind. Komm. Ihr kriegt's einfach. So, Leute. Die Flotteninvasion ist jetzt ready. Marine sieht super aus. Flotteninvasion rein. Und rüber da. Sag mal her. Oh, ich habe dem keine Luftwaffe zugewiesen. Nicht so schlau von mir. Aber das sollte jetzt kein Verhängnis werden, wenn denn die Landung klappt. Was sie offensichtlich tut. Wunderbar. Ja, so und so und so. So. Zack, 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 zack. So. Das sollte jetzt genügen für die Landungen. Komm. Wunderbar. Zack. Zack, zack. So, na komm, nicht da durch. Wir können nochmal unsere Untertanen, deren Autonomie senken. Sehr gut. So, jetzt zack, Frontlinie nach dort. Hier die drei nehmen wir. Und da und Rückzugs und komm. Und da, so. Die sollen das da halten, während die da das Zeug aufräumen. Luftwaffe ist auch mal... Ich habe nicht einen Flughafen erobert. Ich lieb's ja. So kann ich nichts bauen. Ah, jetzt. Hallo? Komisch, ich muss das so bauen und nach oben. Okay, mach. Mach. Moment mal. Japan hat als Verbündeten Italien gekommen? Bist du... Hä? Nö. Hä? Italien ist jetzt mit China im Krieg, aber es ist mir Schnuppe. China gebe ich mir auf keinsten. Das kann ich euch sagen. Den mal retten, bitte. Hallo? Ich dachte, ich habe die angreifen lassen. Oh, nee. Was? Stand rein. Mit rein da, los. Rette die, bitte. Ich habe keinen Bock, neue zu machen. Sieht da gut aus? Nein, der ist es geploppt. Komm, komm. Oh, ich muss wieder Last Stand reinmachen. Komm, komm. Ja, einer wurde gerettet. Einer wurde gerettet, Leute. Wenigstens etwas. Und da komme ich richtig gut durch. Oh, ach, das ist nicht schlimm. Okay, ich habe kurz Panik gehabt, aber alles in Ordnung. Guck mal, du kannst doch mal so machen. Das wäre mal ein Big Move. Währenddessen... Ich glaube, die könnten... Nee, die kommen hier nicht durch. Die kommen da auf keinen Fall durch. Mal, du kannst dich hier weiter durchrangeln. Mittlerweile sind auch Flughäfen gebaut und die versorgen diese Orte. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ihr versorgt jetzt diesen Kampfpunkt hier. Scheißegal, wo ihr zugehörig wart. Jetzt gehört ihr hierzu. Ja, komm. Oh, was ein Traum. Alle gefangen hier drin. Ja, wunderbar. Dieser eine kann hier ruhig ein bisschen weiter aufräumen gehen. Viel Spaß. Jawohl. Das müsste jetzt eigentlich schon Game Over sein für Japan. Ah, noch nicht ganz. Okay. Doch, guck mal hier. Die kommen jetzt auch mal so langsam an. Ist ja geil. Ihr Hinterlistigen. Ihr werdet euch nicht vor diesem Krieg gegen mich drücken können. Ich erkläre euch so dick den Krieg gleich. Los, Mann. Mach die kalt jetzt. Ist ja bodenlos, oder? Also irgendwas ist hier ganz faul.
Warum seid ihr auf dem Meer? Ihr sollt aufs... Oh. Der will mich verarschen, Alter. Seid so doof. 1000 Jäger, drauf da. Und ganz viel Luft nah. Drauf da. Hey, Junge, ne? Kein Wunder, Alter, dass sie so kacke sind. Jetzt, Alter, 24 Schaden an feindlichen Divisionen. Das ist brutal. Das ist brutal. Manchuko ist auch raus. Ja, ich glaube, ich habe gut Warscore sogar grinden können dadurch. 31% ist richtig gut. Kein Witz. Das finde ich sau nice. Siam, du entkommst mir nicht. Du entkommst mir auf gar keinen Fall, Alter. So, zeig mal da. Oh, guck mal. Kannst du vielleicht mal versuchen? Kommen da durch? Kommen sie durch? Ja, sie kommen durch. Sehr gut. Oh, warum? Ja, egal. Wir möchten da durch. Bitte. Digga, ihr seid hier drauf zugewiesen. Ich weiß, kann das nicht mehr. Kann das alles nicht mehr. Warum auch immer die hier jetzt nichts machen. Von mir aus. Da kommen wir voran. Sehr gut. Ich glaube, ich lasse das Geschehen nämlich noch ein bisschen länger gehen. Ist das da ein bisschen scheiße? Ja. Sollen das da mal bitte erobern? Danke. Sie haben es raus. Sehr gut. Ja, hier wird sich keiner vor mir drücken. Ihr alle werdet auseinandergenommen. Japan lebt immer noch. Ich muss echt dadurch. Dann können wir ja jetzt anfangen. Zack, hin da. Zack, bisschen so. Bisschen so. So und so. Passt. So. Das muss es jetzt gewesen sein für Japan. Digga, guck mal, wie weit ich da... Kann ich da... Nee, auf meiner Insel kann ich da nicht. Schade. Komm. Digga, es ist echt ein bisschen bodenlos hier. Jawohl. Und ich habe den meisten Warscore. Nice. Ich möchte die japanischen Inseln natürlich ergaunern. Mal gucken, wie viel ich krieg. Ich finde eigentlich, ich hätte alle verdient, tatsächlich. Zack, sehr gut. Korea könnt ihr mir noch klauen. Und das da vielleicht, ja. Und das. So, zack. Komm, bitte, bitte. Ja! Guck mal, der Boot. Ich sehe das erste Mal, dass sich Boote genommen wurden. Kein Witz. Was? Ah, nee. So, korrekt. Korrekt. Bam. So, Leute. Ich würde sagen, das war's. Das war eine richtig erfolgreiche Runde. Hätte ich niemals gedacht, tatsächlich. Ja, war saugeil. Könnt ihr gerne nachmachen. Checkt andere Videos ab. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Haut rein und ciao. So, ignoriert das bitte. Hier irgendwo ist Video Nummer 1. Und hier irgendwo ist Video Nummer 2. Klickt das gerne an. Viel Spaß. Das ist nämlich die Endcard hier. Ja, ich nehme die gerade so Freestyle-mäßig auf. Ich weiß nicht, ob ich noch was sagen soll. Ich weiß nicht, ob ich erwähnt habe, dass ihr mich abonnieren und liken sollt. Ja, viel Spaß. Man sieht sich. Tschüss.